Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alex Briefmarken-Ecke. Dank freundlicher Unterstützung von Herrn Heinrich Wasels und Tobias Hüllmanns schauen wir uns heute die Landesbotenanstalt der 10. Armee etwas genauer an. Nachdem der Frieden von Brest-Litovsk am 18. Februar 1918 um 12 Uhr mittags von Russland aufgekündigt worden war, rückte die Heeresgruppe Eichhorn auf der ganzen Front vor und besetzte weite Teile Russlands fast ohne Kampf. Jetzt wurde bereits am 20. Februar 1918 Molodechno, am 21. Februar Minsk, am 3. März Orscha und am 5. März 1918 Mogilev besetzt. Im Norden wurden Estland und Nordlivland besetzt und das Postgebiet Oberbefehlshaber Ost auf diese Länder ausgedehnt. Während das Oberkommando der 10. Armee zunächst sein Armeehauptquartier in Wilna behielt, rückte das Generalkommando des 3. Reservekorps, das bisher in Novosiolki, südwestlich von Smorogon, sein Hauptquartier gehabt hatte, mit der Truppe vor und setzte sich in Minsk fest. Minsk wurde zu Friedenszeiten von ca. 80.000 Einwohnern bewohnt, war jetzt aber mit Flüchtlingen, Rückwanderern und entwaffneten russischen Heeresangehörigen angefüllt und hatte bei Besetzung durch die deutschen Truppen etwa 150.000 Einwohner. Verständlicherweise war das Bedürfnis dieser Einwohner jetzt da, an ihre Familienangehörigen Post zu versenden und ihnen mitzuteilen, dass es ihnen gut geht. So richtete dann der Nachrichtenoffizier der 10. Armee, Rittmeister Blunk, einen behelfsmäßigen Postverkehr ein, indem er gegen Zahlung von 30 Pfennig Briefe zur Beförderung nach den besetzten deutschen Gebieten und nach dem Deutschen Reich und Russland annahm. Auch an zuständiger Stelle, nämlich beim Generalkommando des Reservekorps, befasste man sich alsbald mit dem Gedanken, eine Post für das gesamte Gebiet einzurichten. Zumal die Einrichtung des Nachrichtenoffiziers dem Andrang nicht gewachsen war und das zum Verband des 3. Reservekorps gehörende 1. Polnische Korps für sein Gebiet schon eine Post für die Zivilbevölkerung eingerichtet hatte. Der Leiter der Verkehrsabteilung wurde nun vom kommandierenden General beauftragt, Entwürfe für die zu verausgabenden Marken vorzulegen, die durch Aufdruck auf die beschlagnahmten russischen Marken hergestellt werden sollten. Die jetzt für die Probedrucke benötigten Marken wurden von der Kasse des Generalkommandos, das die erbeuteten russischen Marken in Verwahrung hatte, entliehen und später mit Aufdruck zurückgegeben. Über deren Verbleib ist bisher nichts bekannt geworden. Die Aufdrucke der Probedrucke lauteten unter anderem 3. Reservekorps, Korps Bredrow, Gouverneur Minsk. Es war jetzt geplant, nach Aufbrauch der ersten Auflage bei der Reichsdruckerei Germania Marken mit entsprechendem Aufdruck zu beschaffen. Auch die vorhandenen russischen Postkarten sollten überdruckt werden. Diese Pläne setzten jetzt folgendes Ereignis ein Ende, denn anlässlich seiner Anwesenheit in Minsk gab der Oberbefehlshaber Ost Prinz Leopold von Bayern den Befehl, dass das Oberkommando der 10. Armee seinen Sitz von Wilna nach Minsk verlegen und das Generalkommando des 3. Reservekorps nach Borisow gehen sollte. Nach Übersiedlung der Armee nach Minsk wurde am 19. Juli 1918 folgender Armeebefehl des Generals von Falkenhayn erlassen. Hier zu sehen die Wiedergabe des Armeebefehls, also der Armeeverordnung, zur Einrichtung der Landesbotenpost der 10. Armee. Das Dokument ist unterteilt in 7 Punkte. Punkt 1. Für die Bevölkerung des Operationsgebietes der 10. Armee wird eine Nachrichtenvermittlung innerhalb des Operationsgebiets sowie von und nach dem unbesetzten Russland eingerichtet. In Punkt 2 werden Ortschaften aufgeführt, in denen Landesbotenanstalten eingerichtet werden sollen. Punkt 3 regelt zum einen die Sprache, die zu verwenden ist, und die Gebühren, die zu entrichten sind, um einen Brief oder eine Karte aufzugeben. Die anderen weiteren aufgeführten Punkte regeln die weiteren Rahmenparameter. So ist hier nochmal aufgeführt, dass die Aufschriften in lateinischen Buchstaben aufzubringen sind. Weiterhin dürfen die Nachrichten natürlich auch keine militärischen Mitteilungen enthalten, wie zum Beispiel der Standort verschiedener militärischer Streitkräfte. An der gezeigten Armeeverordnung fällt jetzt zunächst auf, dass die Worte Post und Briefmarken offensichtlich absichtlich vermieden sind. Für Post heißt es Nachrichtenvermittlung und die einzelnen Postanstalten werden Landesbotenanstalten genannt. Die Briefmarken bezeichnen sich durch ihre Aufschrift als Kontrollzeichen in russischer Sprache und Schrift.
Das war eine übertriebene Vorsicht, denn obwohl es sich nur um einen lokalen Postbetrieb handelte, konnte man die Ausdrücke Post- und Briefmarken benutzen. Aus der gezeigten Armeeverordnung geht überhaupt nicht hervor, dass Marken ausgegeben werden sollten. Es heißt vielmehr nur, dass eine Landesgebühr und gegebenenfalls eine Reichsgebühr erhoben werden sollte. Vielleicht war man sich bei der Abfassung des Armeebefehls noch nicht im Klaren, wie diese Angelegenheit geregelt werden sollte. So viel aber steht fest, dass die Gebühr bei der Auflieferung zu entrichten war. Und genau diese genannten Bestimmungen wurde beim Postbetrieb jetzt strengstens eingehalten. Die fehlende Reichsgebühr auf der hier zu sehenden Karte von Bobrisk nach Libau ist vermutlich auf einen Irrtum des Schalterbeamten zurückzuführen. Die hier ohne Reichsgebühr versandte Postkarte aus Bobrisk nach Libau, die vermutlich ausnahmsweise ohne die vorgeschriebene Vorauszahlung der Reichsgebühr befördert worden ist und in Libau mit 20 Pfennig Nachgebühr belegt wurde. Die Postkarte wurde in Vilna zensiert. Sie liegt auch im Datum vor der Verfügung IC 20691 vom 31. Oktober 1918 sowie der fehlenden Verordnung und wurde trotzdem in das Postgebiet Oberost befördert. Man musste die Postsendung also direkt am Schalter aufgeben und dort auch die entsprechende Gebühr hierfür bezahlen. Der Beamte klebte dann die Marken auf den Brief. Die Marken selbst wurden also nicht dem Publikum abgegeben. Ein Zeitpunkt hierfür ist in der Verordnung nicht angegeben. Jedoch sind die Landesbotenanstalten tatsächlich am 1. August in Betrieb getreten. Die zuvor erwähnte Verfügung IC Nummer 20691 vom 31. Oktober 1918 regelt die Zensur der Post nach Deutschland, dem Generalgouvernement Warschau, der Ukraine und der Krim. Hier zu sehen IC Nummer 20601. Ein den Befehl vom 19. Juli 1918 erweiternder Befehl vom 31. Oktober 1918, der die Sendung in einzelne Gebiete regelt. Im Kopf ist eine bisher unbekannte Verordnung, nämlich IC Nummer 15108 vom 4. September 1918 genannt, die weitere Details regelt. Diese Verordnung wurde bisher noch nicht aufgefunden. Diese Verordnung regelt zum Beispiel nochmal die Versendungsgebühren, Schriftsprachen, die Prüfung von Sendungsstücken sowie die Leitung der Sendungen. Abgesehen von dem Operationsgebiet, dem sogenannten altbesetzten Gebiet, umfasste die 10. Armee die 5 Divisionen des 3. Reservekorps, zu denen auch das 1. polnische Korps gehörte. Hier zu sehen von Herrn Staroschek gezeichnete Karte des Gebietes der Landesbotenpost der 10. Armee, aus der auch seine gelegentlich von der auf dem Armeebefehl benutzten Schreibweise abweichenden Ortsbezeichnungen erscheinen. Hierbei links rot schraffiert war das alte Einsatzgebiet der 10. Armee. Rechts zu sehen dann das erweiterte Einsatzgebiet der 10. Armee. Das rot-orange schraffierte Gebiet ist der Bereich des polnischen Korps. Bei den jetzt vorherrschenden primitiven Verhältnissen sowie dazu noch die Kriegszeiten musste sich der Postverkehr jetzt äußerst einfach gestalten. Zugelassen waren nur offene, gewöhnliche Briefe und Postkarten. Mit Nachnamen, Paketen und dergleichen befassten sich die Landesbotenanstalten jetzt nicht. Eine Vorschrift, die Einschreiben zulässt, ist bisher nicht bekannt geworden, obwohl diese gelegentlich vorkommen. Die Postsachen wurden jetzt meist per Gelegenheit oft durch regelmäßig verkehrende deutsche Heeresfuhrwerke von einem Ort zum anderen befördert. Bei jetzt Sendungen zwischen weit voneinander entfernten Orten wurden die Postsäcke meist nach der Zentrale in Minsk befördert, die sie dann strahlenförmig an die Bestimmungsanstalten weitergab. Eine Bestellung, für die im Gebiet der Landesbotenpost eine besondere Gebühr erhoben wurde, fand nur im Ortsverkehr statt. Sendungen nach Orten, die keine Landesbotenanstalten hatten, wurden auf der Postanstalt niedergelegt. Wer jetzt also auf Post wartete, musste sich also von Zeit zu Zeit bei der Postanstalt erkundigen, ob Post für ihn eingetroffen ist. Die Landesbotenanstalten waren jetzt vom 1. August 1918 bis Januar 1919 in Betrieb. Sie stellten jetzt nacheinander, je nach Abzug der deutschen Truppen, ihren Betrieb ein. Für den Postversand in diesem Zeitraum betrug die Gebühr für einen Brief 60 Pfennig, die für eine Karte 30 Pfennig.
wenn der Bestimmungsort innerhalb des Gebietes der 10. Armee lag. Für diesen Zweck wurden jetzt die hier abgebildeten Marken Michel Nummer 1 und Michel Nummer 2 zu 30 und 60 Pfennig ausgegeben. Diese sind auf einfachem weißem Papier gedruckt in russischem Typensatz und haben über die Mitte einen hellgrauen Ornamentunterdruck. Die rechts abgebildete Marke zu 60 Pfennig hat an der Null einen Schaden, der mehrere Male registriert ist. Die Marken waren in der Druckerei der Zeitung der 10. Armee in Wilna gedruckt. Die Markenbögen bestanden aus 10 senkrechten und 5 waagrechten Reihen, also insgesamt 50 Marken. Der hellgraue Unterdruck geht oben und unten über die Marke hinweg bis zum Bogenrand. Infolge der mangelhaften Zähnung weichen die Marken in der Größe etwas voneinander ab. Die Gummierung ist eine gelblich-weiße Handgummierung und daher immer sehr unregelmäßig. Während einzelne Teile oft kaum vom Gummi bedeckt sind, weisen andere Teile oft dicke Kleckse von Gummi auf. Im Übrigen ist der Druck immer sehr sorgfältig ausgeführt. Der hellgraue Ornamentunterdruck sitzt meistens in der Mitte der Marke. Die Inschrift steht gerade und in der Mitte. Hier noch zu sehen ein Eckrand-Viererblock der 30-Pfennig-Marke Michel Nummer 1. Das Stück zeigt, dass der hellgraue Ornamentunterdruck über den Rand hinweg bis zum Bogenrand läuft und beweist, dass der Unterdruck bereits vor dem Zurechtschneiden der Bögen angebracht wurde. Nach dem Abstand der Unterdruckleisten auf dem unbedruckten Papier ist die Markengröße bemessen worden. Die Marken zu 30 und 60 Pfennig machten also einen Brief oder eine Karte, die ihren Bestimmungsort innerhalb des Gebietes der 10. Armee hatte, vollkommen frei. Dabei ist zu beachten, dass die Postkarten alle den gleichen Vordruck und die gleiche Größe haben, was dadurch zu erklären ist, dass die Karte amtliche Formulare sind, die bei den Landesbotenanstalten käuflich zu erworben waren. Die Münzbezeichnung Pfennig wurde gewählt, weil russisches Geld nur noch wenig im Umlauf war und damals die Mark im Kurs mit dem Rubel gleichstand. Es wurde zur Bezahlung des Portos auch russisches Geld angenommen. Daher kommt es auch, dass die Aufdruckmerkmale die russische Münzbezeichnung aufweist. Wie schon aus der Armeeverordnung hervorgeht, wurde für die Bestellung zu Bestimmungsort eine besondere Bestellgebühr erhoben, die für einen Brief 40 Pfennig und für eine Karte 20 Pfennig betrug. Diese Gebühr wurde durch den Briefträger erhoben. Als Quittung für den Empfänger diente zunächst ein Aufdruck eines rechteckigen Stempels, wie hier zu sehen. Die oberste Zeile lautet auf Deutsch nachzuerheben, Rubel oder Kopekenbetrag. Sie wurde ausgefüllt mit dem Rubel- oder Kopekenbetrag, wenn die Sendung nicht frei gemacht worden war. Dieser Stempel stammt noch von der russischen Reichspost und ist ebenso wie die Ortsstempel von den alten Beamten weiter benutzt worden. Da die Landesbotenanstalten nicht freigemachte Briefe nicht annehmen konnten, weil jede Sendung unter Barzahlung der Gebühren am Schalter aufgegeben werden musste, so ist diese obere Zeile niemals ausgefüllt auf Briefen der 10. Armee. Die untere Zeile lautet für Bestellen, Rubel und Kopeken. Und hier wurde bei Briefen eine 40, bei Karten eine 20 eingetragen. Nach einiger Zeit machte sich das Bedürfnis geltend, dass schon der Absender das Bestellgeld im Voraus bezahlte. Denn da es sich bei Schreiben oft um Angelegenheiten des Absenders handelte, schien es oft unzumutbar, dem Empfänger mit der Zahlung des Botengeldes zu belasten. Um diesem Bedürfnis jetzt abzuhelfen, wurde eine Botenentgeltmarke geschaffen, die schon bei der Absendung auf den Brief geklebt wurde und somit schon vom Absender zu bezahlen war. Die abgebildete Michel Nummer 3 wurde durch Überdruck der 30-Pfennig-Marke, also Michel Nummer 1, hergestellt. Der Überdruck enthielt die Worte in 3 Zeilen. Für Bestellen 40 Kopeken, bezahlt in russischer Sprache und Schrift. Die Auflage beanspruchte den Stempel, sodass dieser mit fortlaufender Benutzung mehr und mehr Mängel aufwies. Diese Brüche sind typisch und als Echtheitsmerkmale enorm bedeutsam. Es ist wahrscheinlich, dass die Marke nicht alle auf einmal überdruckt worden sind, denn die Stempelfarbe des Aufdrucks variiert enorm. Sie geht von braunrot bis hellviolett. Es fällt jetzt auf, dass die Wertangabe in russischer Währung lautete, während die Franco-Marken die deutschen Münzbezeichnung Pfennig aufwiesen. Dies hat in 2 Ursachen seinen Grund. Da der alte, aus der russischen Reichspostzeit stammende Bestellgeldstempel naturgemäß die Kopekenbezeichnung aufwies, lehnte man sich hieran an.
Außerdem war der Rubel im Kurs gefallen und stand, na, wenigstens im deutsch besetzten Gebiet infolge Festsetzung der Heeresverwaltung, der Mark gleich. Die Deutschen sagten also Mark und Pfennig, die Russen Rubel und Kopeken und meinten beide die gleiche Münzparität. Die Vorausbezahlung des Bestellgeldes kam also nur bei Briefen in Frage, wollte man nicht für eine Karte ebenfalls 40 Kopeken anstatt der nur erforderlichen 20 Kopeken im Voraus bezahlen. Bestellgeldmarken zu 20 Pfennig bzw. 20 Kopeken waren geplant. Die Ausgabe dieser Marken wurde aber durch die inzwischen durch den Waffenstillstand angeordnete Räumung des Gebietes überholt. Und damit wären wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!